Dorian ist jetzt auch da, wir sind in L.A. Ich bin gleich in Elon Musk sein PC einfach drin, so viel habe ich schon gemacht. Und an die Leute, die auf der Gamescom gegen mich gelaufen sind und meinen scheiß Router kaputt gemacht haben, ihr seid richtige Wichser. Digga, ist euch mal aufgefallen in den Vlogs, dass Breitenberg immer mein Outro ist? Warum? Beim Thailand-Schild? Beim Dreamspa? Breitenberg, Real Story, ist mal zu so einer Thai-Massage gegangen. Mit Happy End? Mit Happy End, Bro. Sie ist auch ihn gewesen am Ende. Jetzt kommt das Kranke. Digga, sie hatte so eine Schublade mit mehreren Kondomen. Das hat er mir so erzählt. Dieses Happy End ist wirklich inklusive jedes Mal gewesen. Was glaubst du, was hinter dir ist? Deutschland! Loki, man könnte reingehen, wenn man so im Yeltsin ist und fragen, ob Olaf Scholz da ist. I was bad in fucking school, now I'm trying to dodge a scene. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute checken wir ein neues Lost Place aus. Mach mal die Dings zu. Lost Place, Tür zu. Hey, geht nicht. Lost Place. So, hello guys. Today I show you my crib. Hier haben wir Couch, Mouch, Flausch. Hier haben wir Fernseher, Mernseher, Fernseher. Bild mit Filt. Ist das Yusuf? I was bad at fucking school. Day 2 in New York, meine lieben Freunde. Oder bitte zieh diese pinke Jacke einmal an. Nein, Mann. Hey. It's 7 p.m. Friday. It's 95 degrees. Also wenn die Leute denken, dass ich das ernst meine, schon crazy. Bruder, wisst ihr, was das Problem ist an Amerika? In Deutschland, Obdachlose, die machen ihr Ding. Die setzen sich hin, die kriegen ihr Geld. Yeah. In Amerika, die haben alle eine Sidequest. Die haben Fähigkeiten. Die haben Ernstfähigkeiten. Hast du schon mal in einem deutschen Kiosk gesehen, dass es Kokoswasser gab? Nein, Kokoswasser on top. I ain't got no nigga and no nigga ain't got me. Oh mein Gott. Sie haben hier die krassesten Nudeln überhaupt, die wir auch bei King Cans haben, meine lieben Freunde. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Trio 10 für 10%. King Cans auf die 1. Zack, haben wir bei King Cans. Shop einfach mal beim Shop vorbei. Vertraut mir, da gibt es was, was euch gefallen könnte. Meine lieben Freunde da draußen, nehmt euch die Sekunde und geht auf den Shop. Hey, Bro. So. Der labert die ganze Zeit über Harry Potter, ne? Wer disrespected Frank sein Laden so? Mama? Mama's too! Oh. Welcome, welcome, welcome to the National Pet Adoption Festival, meine lieben Freunde. Und zwar nennt sich das Ganze Barking Day. Das ist ein Festival nur für Hunde, die an dem Tag einfach nur bellen. Es kommen Eldos und Musti vorbei. Die sind sogar die lautesten auf dem ganzen Festival, also schaut da gerne vorbei. Sorry. Die Kid wieder rennt. I sat down, crossed the tent of my neck, shut up. Hey, hey, hey. Wenn ihr dieses Video seht, diesen Samstag, genau in 2 Tagen, heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, kommt auf meinem Twitch-Kanal und auf Dennis Schröder, seinem Twitch-Kanal, erster Link in der Videobeschreibung, wird es ein Basketball-Event geben. Diesmal hochprofessionell. Wir haben Skyline TV sein Team geholt. Beim letzten Mal war es so einfach spontan, am nächsten Tag. Diesmal haben wir richtig kranke Kandidaten. Wenn ihr das Video seht, könnt ihr euch auch bewerben. Und zwar unter der Mail in der Videobeschreibung, steht auch ganz oben. Aber auch nur, wenn ihr gut seid, meine lieben Freunde. Ne? Schaltet gerne ein. Diesen Samstag, 17.30 Uhr sind wir live. Ich und Dennis Schröder. Schaut rein, es wird geistkrank. Ich weiß nicht, wen soll ich da schenken, Chat? Soll ich ein Geschenk mitnehmen? Boah, ich glaube, ich nehme das mit. Für? Bei mir im Hintergrund einfach. Ach so, ja, zufällig, die Banane. Bitte, das was sind nein, Kinder. Bro, was ist mit euch Bro, los, Digga? Bro, allein, dass ihr denkt, dass es... Nein, was ihr denkt, du hast so gemacht, Bruder. Bro, ey, ihr seid komisch. Nein, das ist ehrlich. Nein, du bist nein, komisch. Nein, nein, nein. Auf jetzt. Ja. Bro. Sieht fresh aus? Bro. Bruder. Guck mal, wie er kritzt. Bruder, du hast erst in seinem Arschloch gekratzt und dann an seinem Mund. Das ist nasty. Hör mal auf, bitte. Guck mal, was er wieder in der Hand hat. Guck mal, was für eine Tüte er hat. Das ist schon wieder auffällig. Times Square. Was geht hier ab?
What's up, what's up, what's up? Wir sind bei Wingstop, wir essen jetzt. Yeah, yeah, yeah. Wir sind hier mit Mr. Aaron, New York City. Bruder, Schienbein ist gebrochen und dann habe ich gewartet, bis du zusammenwächst und bin ich weitergelaufen. Bist du zum Arzt oder so? Ja, doch, schon Arzt, also. Aber war so nix. Boah, ja. Stark, ne? Ehrgeizig. Fresh, ne? Nee, Bro. Gar nicht. Gar nicht. Was ist das, Digga? Der sieht doch schon so nicht mehr lebendig aus. Ja, gar nicht. Wenn man so lang läuft, finde ich es krass. Aber sonst so. Bruder, du siehst doch viel zu viele Gesichter. Das ist viel zu viel für dein Auge. Ich frage mich, wie Times Square so 5 Uhr morgens aussieht. Genauso. Ja? Ist unglaublich. Letztes Mal war ich in meiner Frau. Ich war um 1 oder 1.30 Uhr dort. Genau das gleiche gewesen. Alle am Rumlaufen, alle am Dancen. Die Leute, die die Show machen. Michael Jordan war da mit Glatze. Kennst du den? Der mal voll, ganz auch immer in LA, Alter. Bruder, ich schwöre, jedes Mal aufs Neue ist crazy. Ladies, oh, you fuck me in Mabel. For the woman you love, you buy her real diamonds. For the sluts, you get her this. Let's go. Thank you. Y'all looking for a shot question? I got y'all. Black question. Yo, yo. What's your name? What's your name? Rohat. Rohat. Black, black. What's your name? Dennis. Dennis? Yeah. Rodman. No. Rodman. Shit, I don't fucking know. I don't. Shit, I'm bossing. So we out of the block? Wir sind Barclays Arena. Wir machen die komplette Halle voll. Sexy Red auf jeden Fall, Bro. Die ist hier am Platten, Bro. Echt jetzt? Bruder, wir sind hier am zweiten Zuhause. Zweiten Zuhause, ja. Hier wird ordentlich rasiert vom lieben Dennis. Siebte, achte, neunte Klasse war ich fünfmal die Woche im Gym. Also ernst, you is you. Eigentlich low-key, dieser Spruch kommt auch von mir. Bruder, überlegt euch mal, das ist einfach in New York. Das Ding heißt hier Chinatown einfach. Bruder, sieht voll schön aus überall. Bruder, man denkt wirklich, man wäre so in Japan oder so, oder? Das sieht hier so wunderschön aus. Geistes. Oh, sieht cool aus. Hi. In that vlog? Why? For myself. So in the future I can watch the video for me. Oh, I want to make my nails. Nails. Nail, nail. Do you don't make nail? No. Oh, no, yeah. Only body massage. Body massage, facial, eyelash, tension. Body massage, 10 Minuten. Ich mach keine Body massage hier. Dann geh wieder. Yeah, we don't have the nail. Ah, fuck. Yeah, sorry. Ah, okay, but thank you. Seit dem Breitenberg-Ding habe ich Angst vor Thai-Massagen. Dann sagt sie, dreh dich um und so. Ich drehe mich um, sie massiert dies und das. Und dann merke ich, wie Handtuch langsam weggeht. Sie hat sich ausgezogen, sie nimmt ein Kondom, sie macht so mit ihrem Mund auf, so komplett Film, volles Programm, zieht dies und das. Und ich hatte schon die ganze Zeit, ich sag's euch ehrlich, ich hatte ab der ersten Minute schon Halblatte eigentlich. Yo, can I play by card? Sorry, just the cash of zero. Where's AT&T? Ah, I cannot take cash. Digga, die kannst du einfach Bitcoins kaufen. Wer hier Bitcoins kauft, hat keine Angst vor alles. How much for $1? $80. $80? Soll ich mir eine holen? Lang? Jihau. Wer diese Tablette nimmt, kriegt 50 Euro von mir. Boah. Konto ist eh auf Null, oder? Dass du überhaupt nachdenkst, ist krank. Sorry. Nein, auf keinen Fall. Lang Yihao contains hidden drug ingredient. Willst du den Lang Yihao nehmen? Bruder, wahrscheinlich, Bruder. Ich lieg nachher Lang Yihao auf der Bank. Glaube ich, das Overrated überhaupt. Es sieht aus wie die coolste Frucht der Welt, schmeckt aber einfach nach gar nichts. Hi. Die gibt es auch bei King Cans, die kaufe ich auch. Guck mal, hier da vorne gibt es Matcha Latte. What's this? Chicken. Chicken. But why it's black? Ich zeige euch jetzt, wie man die Dinger hier aufmacht. Einfach so easy und dann zack, drückst du das Ding ganz einfach so runter. Zack. Und schon hast du deinen. Ich habe einen Litchi-Saft. Boah, schmeckt geistkrank.
Rest the ass, more fuck. Und mein Arsch soll der wärmste aus der Gruppe sein? Sydney ist auf jeden Fall noch mal ein Stück drüber, weil Sydney hat eine sehr, sehr warme Ader an sich. Mushroom? Ja. Yeah. Oh. You get high from it. It's a big ass mushroom. Yeah. Like mushroom, you take it and you get high? No, no, not like that. You make like a tea with the... Tea? Yeah. Yeah, it's a mushroom. Welcher Tag ist heute? Heute. Niemals. Junge, heute ist Mittwoch. Latte zu spät beim Pilat. Hey! 100% Haram? Das sehe ich, nachdem ich heute Schwein gegessen habe. Das ist geil. I spent $20,000 with my partners in Bahamas. Warum muss ich bei einem Supreme-Store anstehen? Wir schauen da jetzt mal vorbei, was es so für Pieces gibt. Ja, Glaubst du nicht, ich kann gut werden? Wenn ich viel Zeit investiere, ich wollte wieder besser werden im Basketball, weil früher war ich gut. Bruder, wenn du so viel Zeit investierst, wie du in Twits investierst, schaffst du trotzdem nicht. Guck mal, das ist crazy. Warum guckst du so? Brooklyn Nets. Ey, klär mir mal Facility Manager für Brooklyn Nets. So, hier. Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau. Schon mal richtig jetzt, 1-1, oder? Ja, Bro. Oh. Das ist ja mein favorite Move, willst du sehen. Ohne, dass du meine Karriere beendest, weißt du, wie ich mein? Zeig dir mal einen Angriff von mir. Ja, weißt du, was du machst? Okay. Das ist kein Angriff, oder was? Angriff. Egal, war trotzdem gut. War ein guter Try. Shoutout Brooklyn Nets. Da hinten ist dein neuer Arbeitskollege. Oder er. Er und ich sind so. Er bei Brooklyn Nets, ich bei DNA. Oder wie er rennt, Igitt. Hort rennt? Als Facility Manager oder als Spieler. Kleines Bewerbungsvideo. If any NBA national team is watching right now, just watch. Das kann ich mir. Deren Stühle ist besser als mein Gaming-Stuhl einfach. Welche ziehst du mal an? Hard work pays off. Rede. Ich trinke Kokosnusswasser. Kokosnusswasser. Versuch mal den hier, Bruder. Ich trinke jeden Tag eine Kokosnuss. Das ist mein Lieblings zu trinken. Er sagt Küche, Bruder. Guck mal die Aussicht. I put a new phone on the jean. Das war's mit New York. We flying back to Germany tomorrow. I'm saying. So, all I'm gonna say is to people out there, it's like, have fun with your own business, with your own world. Like, yeah, just listen to my music right now. So, tomorrow we're flying back, like, overseas shit. Nice to see you. Keep going your shit, man. Do your shit, what we doing, man. Like, crazy, what's going on? It's so crazy, man. That shit's crazy. Sam, geeking out. Pietro war aber im Bad. Ich warte, aber ich war auch ein bisschen überfordert mit der Situation, weil das für mich auch so. Das war so, es kam einfach.